Die Uferpromenade in Sarajevo. Hier fuhren 1914 Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin. Auf den Spuren des folgenschwersten Attentats der Geschichte mit dem letzten Thronanwärter der Donaumonarchie, Otto von Habsburg, am damaligen Tatort. Mit dem hier verübten Doppelmord wurde letztlich die einstige Weltordnung umgestoßen. Der Neffe der Opfer gedenkt der tödlichen Schüsse, die für ihn auch das alte Europa trafen. Hier wurde am 28. Juni 1914 das Thronfolgerpaar ermordet. Diese schlichte Inschrift wird als passend begrüßt. Vor dem Bosnienkrieg wurde der Attentäter noch als Volksheld verehrt. Ich habe die Tafel mit dem neuen Text anbringen lassen. Ein Teil dieser Arbeit ist schon geleistet, das ist die neue Platte. Ja. Den alten Text hat er aber noch präsent. An dieser Stelle gab Gavrilo Princip mit seinen Schüssen dem nationalen Protest Ausdruck gegen Tyrannei und für das Streben der jugoslawischen Völker nach Freiheit. Bilanz und Schlussfolgerung. Ich glaube, für uns ist es hauptsächlich eine Warnung, das ist, dass Terrorismus immer jeden am Schluss ein Unheil ist. Denn alles, was nachher geschehen ist, diese zerstörenden Kriege auch unserer Zeit, sind ja die logische Folge dieser ganzen Ablauf der Geschichte. Kein Kaiserwetter auf den Spuren des Thronfolgerpaares. Wie wird Franz Ferdinand heute vom Neffen gesehen? Und wie stand dessen Vater, der spätere Kaiser Karl, zu ihm? Aber gut, persönlich habe ich ihn natürlich nicht gekannt. Ja. Mhm. Dass mein Vater eine besondere Beziehung zu ihm gehabt hat, stimmt. Ich meine, viele seiner Planungen hat er doch sehr stark mit meinem Vater besprochen. Mhm. Und hat also daher, ich meine, ich habe immer gewusst, wo seine Gedanken waren. Er hat zweifellos sehr viel Talente gehabt. Er hätte zweifellos, wenn er Herrscher geworden wäre, hätte er sehr viel geleistet zum Umbau der Monarchie. Und mein Vater ist ihm relativ sehr nahe gestanden. Ja. Man hat zwar immer, es hat einige so Intriganten gegeben, die behauptet haben, das Gegenteil, das stimmt nicht. Der Erzherzog hat vor der Sarajevo-Reise Warnungen missachtet. Der Neffe zeigt bei seinem Besuch ähnlich viel Gottvertrauen. Auch die im Krieg als Scharfschützenallee berüchtigte Strecke macht ihm keine Angst. Außerdem, schauen Sie, das... Ich habe zweimal Briefe von Achkam bekommen, dass er mich erschießen wird. Und wirklich? Ja, natürlich. Das erste Mal, bevor ich hier nach Sarajevo gekommen bin, hat er es gewusst. Da war er damals noch Rainer Cetnik-Führer. Ja. Hat er mir geschrieben, er wird mich also, ich soll mich erinnern an Franz Ferdinand, mir wird das genau das Gleiche passieren. Bin damals, schon der Tag, bevor ich gekommen bin, habe ich den Brief bekommen. Ich habe ihn in der Tasche gehabt, die ganze Zeit, währenddem ich hier war. Unbeirrt wurde die Fahrt zum damaligen Rathaus fortgesetzt, später Nationalbibliothek, im Bosnienkrieg durch gezielten serbischen Beschuss ausgebrannt, mit Spenden notdürftig saniert. Hier kämen wir, Sir. 1914 hätte es hier verhindert werden können, das zweite Attentat mit den katastrophalen Folgen. Aber der unfähige K&K-Landeschef ließ nicht einmal den Schutz für das Thronfolgerpaar verstärken. Nur die geplante Fahrt durchs Stadtzentrum sollte vermieden werden. Ein Abbruch des Besuches kam auch für Kronprinz Franz Ferdinand nicht in Frage. Was ich verstehe, der hätte niemals sich zurückgezogen vor irgendeiner terroristischen Aktivität. Also ich meine, das wäre für ihn ein Grundprinzip gewesen. Sarajevo nennt sich gerne das zweite Jerusalem, mit friedlicher Koexistenz von vier Religionen. Neben Moscheen, orthodoxe und katholische Kirchen und Synagogen im Stadtbild. Aber nach dem Bosnienkrieg gibt es nur mehr eine jüdische Restgemeinde.
Erinnerungen an die vielen Sepharden aus Spanien, die nach der Inquisition hier eine neue Heimat fanden. Im Konak aus der Türkenzeit, dann Sitz des K&K-Landeschefs, war nach dem Attentat das Thronfolgerpaar aufgebahrt. Hier ist Otto von Habsburg Gast des bosnischen Staatspräsidiums. Hier erwarten ihn Repräsentanten der vier Religionen in Sarajevo, die sich sonst nur im interreligiösen Rat begegnen. Erstmals äußert sich das Oberhaupt der orthodoxen Serben zum Attentat. Das war eine unglückliche Sache, die damals hier passiert ist. Nach meiner innersten Überzeugung hätte das nicht sein müssen. Aber es ist nun mal leider geschehen und eine historische Tatsache. Und die Attentäter sind Figuren der Zeitgeschichte. Ob einem das nun gefällt oder nicht. Attentäter und Bombenwerfer, als damals Minderjährige zu 20 Jahren Kerker verurteilt, starben im böhmischen Theresienstadt. Sie wurden erst nach dem Ersten Weltkrieg als Volkshelden in das neu gebildete südslawische Königreich überführt. Für die orthodoxe Kirche sind es Märtyrer, für serbische Nationalisten, Freiheitskämpfer und Revolutionäre, die Heroen vom Vidovdan 1914. Das Monument muss rund um die Uhr bewacht werden, um Anschläge zu verhindern. Für Nicht-Serben sind es jetzt Terroristen, deren Namen im letzten Bosnienkrieg von Schulen und Straßen in Sarajevo entfernt wurden. Früher war das mal die Gasse von Bombenwerfer Djabrinovic. Hier standen früher Vitrinen mit Reliquien und Fotos des Attentäterkreises. Verloren ging der Originalabdruck. Prinzip hatte Schuhgröße 42. Die alte Platte mit der Fußstellung beim Attentat wurde in der Kriegszeit durch Granattreffer beschädigt. Die Trümmerreste sind in den Fluss geworfen worden. Einige Leute sehen nun mal in Gavrilo Princip ein höchst serbisches Politikum und einen Terroristen. Sein prominenter Besucher teilt diese Auffassung. Schaut, das ist wahr, dass er ein Terrorist war. Ich meine, das ist kein Geheimnis, das ist eine Sache, die wir heute auch wieder erleben. Also das, ja, die haben vollkommen recht, was sie da sagen. Für serbische Autoren war die Donaumonarchie ein finsteres Vielvölkergefängnis. Diesen Arrest bewerten andere, wie Muslime und Kroaten, inzwischen als ganz angenehm. Wäre das Attentat nicht gewesen, heißt es jetzt, wären wir vielleicht schon in der EU? Oder wie einer meiner Freunde vorschwärmte, dann gingen wir in Wien spazieren und würden Prinzessinnen hochleben lassen. Vor allem hätte zuletzt dieser schreckliche Krieg bei uns nicht stattgefunden. Als Teil von Österreich-Ungarn wäre die Lage hier ja ganz anders. Erst jetzt macht man sich in Sarajevo bewusst, was in den nur 40 Jahren der K&K-Zeit alles bei uns gebaut, erweitert, zivilisiert und industrialisiert worden ist, wie diese Stadt dadurch bis heute geprägt wurde. Nicht zu klären ist, wer letztlich die Schuld am Attentat trägt. Als das Thronfolgerpaar 1914 hier in Ilija logierte, war nach außen hin alles kaiserlich-königlich. Die Donaumonarchie aber schon brüchig. Serbien ist nach zwei Balkankriegen finanziell ausgelaugt und keinesfalls kampfbereit gewesen. Für eine einflussreiche Offiziersgruppe in Belgrad waren die Habsburger Todfeinde. Unter Führung des eigenmächtigen serbischen Geheimdienstchefs Dimitrijevic, der als Drahtzieher gilt. Für Experten hat er aber mit keinem erfolgreichen Anschlag in Sarajevo rechnen können. Von Profis wäre das Attentat eher hier, im Quartier des Thronfolgerpaares, ausgeführt worden. Bitte, es war ja sehr viel Schuld da, vom Nachrichtendienst. Und man kann schließlich eine Regierung nicht von ihrem Nachrichtendienst trennen. Dass natürlich der Oberst Dimitrijevic ja eine sehr große unabhängige Kraft war, ist eine Tatsache. Aber immerhin, er war noch unter der Autorität seiner Regierung.
An ihre mächtige Organisation erinnert in Belgrad nur dieses Monument, einem Kriegshelden und Mitstreiter des Geheimdienstchefs gewidmet, Armeekommandeur, wie die meisten Mitglieder der Schwarzen Hand. Unter diesem Namen bekannt geworden. Eigentlich nannte sich der 1911 gegründete Geheimbund Vereinigung oder Tod. Geplant waren auch Attentate auf den bulgarischen, rumänischen und griechischen König. Warum die umgebracht werden sollten? Weil diese Monarchen deutscher Abstammung und hinderlich waren für die Befreiung des Balkans sowie die Gründung eines großen serbischen Staates. Unklar ist, ob russische Diplomaten in Belgrad eingebunden waren. Für Historiker hätten serbische Militärs nichts ohne ihre damalige Schutzmacht unternommen. Schon gar nicht ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger. Aber Moskaus Archive bleiben vorerst verschlossen. Schloss Artstetten war von ihm als Witwensitz vorgesehen. Heute birgt es die letzte Ruhestätte und wurde auch als Gedenkmuseum eingerichtet. Wie lebt man als Nachkomme heute mit dem Attentat vor 90 Jahren? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist natürlich nicht permanent gegenwärtig in meinem Leben. Aber es ist doch dominierend, das ist nicht zu leugnen. Ich habe meine Großeltern leider nicht gekannt. Ich kann daher auch nicht über ihren Charakter oder so, kann ich eigentlich auch nur das erzählen, was sie auch lesen können. Da ist also nichts Besonderes, woran ich mich erinnern könnte. Aber ich weiß natürlich von meinem Vater und seiner Schwester und seinem Bruder doch eine ganze Menge, weil das Verhältnis zwischen den Eltern und den Kindern muss für den Beginn des 20. Jahrhunderts ganz unwahrscheinlich gut gewesen sein. Ja, also natürlich ist man geprägt von dieser Vergangenheit und nimmt sie auch an. Wir haben nur einen anderen Zugang in dieser Generation. Ich bin Jahrgang 58. Klarerweise setzt man sich anders mit diesem Thema auseinander. Haben Sie sich jemals mit den Biografien des Täterkreises beschäftigt? Und wie sehen Sie heute die Schüsse von Sarajevo, die Motive von Gavrilo Princip? Na sicher, als Kind hat man natürlich die fürchterlichsten Vorstellungen von diesem unglückseligen Mörder. Wenn man älter wird, gibt man etwas Wasser in seinen Wein. Und ich muss sagen, durch meine Begegnungen mit Serben, die immer sehr freundlich und liebenswürdig waren, hat sich das eigentlich vollständig beruhigt. Ich muss allerdings sagen, dass sicher auch die christliche Erziehung da ein sehr wesentlicher Bestandteil war. Und ich weiß, weil mein Vater mir das erzählt hat, dass wie ihm sein Erzieher, Dr. Starowski, gesagt hat, dass der arme Princip, also krank und sterbend oder was, er ihm geschrieben hat, ihm im Namen seiner Geschwister, dass er ihm verzeiht und so. Also, wissen Sie, mit einer christlichen Erziehung kann man sehr vieles überstehen, was die meisten Leute, die ganz glücklich sind, dass sie keine Christen mehr sind, gar nicht wissen. Ich habe heute überhaupt kein Schiff. Armer Student und noch ein paar Leute, die geglaubt haben, sie machen das Richtige und haben auch das Falsche gemacht. Dass man dabei eine Frau und einen Mann ermordet, und die ist eine, ich meine, heute sehen wir das in hunderten Fällen, nicht wahr? In der Nazi-Zeit wurden Schloss und Waldbesitz enteignet. Die beiden Söhne von Erzherzog Franz Ferdinand kamen ins Konzentrationslager. Enkel Georg konnte als Diplomat Karriere machen, die Republik Österreich als Botschafter vertreten. Die Familiengruft in Artstetten wird nicht nur von Monarchieanhängern besucht. Verbunden durch das Band der Ehe, vereint durch das gleiche Geschick, heißt es an den Sarkophagen. Franz Ferdinand von Österreich-Este, wie er sich nach seiner erkämpften Heirat nannte, ist 51 Jahre alt geworden. Unstrittig ist sein vorbildliches Familienleben, der prägende Einfluss durch seine geliebte Frau Sophie. Ebenso unstrittig, dass der Doppelmord von Sarajevo verziehen, aber nie vergessen wurde.